Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zu meinem aktuellen Map-Building-Projekt in Trackmania 2 Canyon. Ja, in dieser Folge werde ich mich hauptsächlich um den Media-Tracker kümmern und ja, die Map sieht eigentlich so schon ganz fertig aus. Es gibt vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten zu verbessern, aber das machen wir dann alles offscreen. Zum Beispiel halt das mal jetzt schnell. Jetzt einmal hier. Dieser Tunneleingang. Hier muss ich erstmal gerade gehen. Oder machen wir es ja anders. So ein Gefälle hier nach unten, genau. Und dann eine Rechtskurve. Dann geht es mal ein Stückchen geradeaus, wenn man doch mal hier reinsehen wollen würde. Genau, das war es quasi mit dem Media Tracker. Mit der Baustelle. Halt das mit Schatten, das nervt irgendwie. Jetzt müssen wir schnell mal Schatten berechnen. Sehr schnell. Genau, einmal sehr schnell berechnet. Und dann sieht das Ganze schon wieder besser aus. Und auch hier dieser Tunneleingang wirkt auch gleich ganz anders. Aber ja, hat sich im Grunde nichts verändert. Ja, wie gesagt, mit dem Media Tracker geht es jetzt weiter. Intro im Spiel, Rennen, beenden, Podium. Ja, Podium brauche ich glaube ich nicht, weil ja, es gibt eigentlich in dem Sinne keinen Sieger von der Map. Podium lassen wir glaube ich weg, oder? Nee, Podium lassen wir weg. Intro wird das Wichtigste sein, denn ich muss ja irgendwie die Map ja präsentieren. Also muss ich nicht, aber werde ich auf jeden Fall machen. Und dann haben wir gedacht, dass ich irgendwie so einen Kameraflug über die Map mache, von einer Ecke zur anderen. Irgendwie hier so durch den Canyon durch. Ich habe gedacht, irgendwie hier so. Hier beginne ich, ein bisschen zurück. Wahrscheinlich bei dem Berg drin. Ja, natürlich bei dem Berg. Ja. Ja, genau, die letzten Zentimeter ausnutzen. Bisschen runter, jawohl, passt so. Dann tun wir hier eine Kamera hinzufügen. Ich nehme da immer die eigene Kamera. Jetzt haben wir 3 Sekunden. Ja, das werde ich aber gleich ändern. Die Kamera beginnt hier und fliegt dann quasi einmal hier so. Oh ja, das geht. Das geht. Sehr schön. Und dann hier so rauf. Genau, das wird dann die Endposition. Sieht das dann zwischendrin aus? Okay, hier fahre ich einmal durch den Berg durch, das ist nicht gut. Gehe ein bisschen nach rechts, nach vorne. Ah, der nächste Berg. Nee. Na komm. Oh ja, besser, viel besser. Okay, auch hier das mit der Pipe, geht ein klein bisschen runter. Okay, vielleicht zu, ja, nee, ja, so ungefähr. Und die Länge ziehe ich einmal auf 5 Sekunden. 3 Sekunden ist mir da ein bisschen zu wenig. Und damit da ein bisschen Dynamik reinkommt, habe ich mir gedacht, ich mache hier so eine kleine Rolle, also quasi einmal schräg machen die Kamera. Ja, 10 Grad vielleicht zu wenig, 15 Grad, kommt immer gut an. Und auf der anderen Seite machen minus, halt minus 15 Grad und so einen leichten Zoom. Genau. Und jetzt, wie sieht das aus? Einmal so eine Kamerafahrt. Ja, nee. Nee, machen wir Kameratur nach unten schwenken, denn wenn ich jetzt das beschleunige, halt, wenn ich es abspiele, dann schwenkt die Kamera ja nach oben. Genau, genau, sehr schön. Das sieht man auch wieder mehr von der Map. Das schaut schon mal nicht schlecht aus. Hier machen wir so den nächsten Kamerapunkt. Und Sekunde. Was nehmen wir denn hier halt? Ja, egal, kann man auch eine neue Kamera hinzufügen. Nein. Warte, Sekunde, das ist ganz blöd. Plus. Hä? Liege ich jetzt komplett? Achso, nee, es geht im Intro ja gar nicht. Okay, dann machen wir es hier so. Block hinzufügen, eigene Kamera, hier steht's. Und jetzt geht's weiter. Jetzt sind wir bei 8,8.
5 Sekunden hätte ich gerne, habe ich gesagt. Von 5,08 auf 8,08, also Differenz von so. Jetzt haben wir wieder zwei gleich lange Kamerafahrten. Ne? Die zweite Kamerafahrt, habe ich gedacht, wird von diesem Looping aus Richtung Startbereich gehen. Und zwar. Wow, was war das? Oh ja, das ist gut. Von hier. Hier Richtung Startbereich, genau. Jetzt ein bisschen beschleunigen. Passt soweit. Und dann fährt oder fliegt. Ja, doch eher fährt die Kamera, weil es eine Kamerafahrt ist. Bis hierher würde ich mal sagen. Vielleicht. Ja, ein bisschen runden. Ja, so. So. Genau, kurz mal testen, wie es aussieht. Ob es irgendwelche Objekte streife neben etwas zu hoch. Ich gehe mal eine Etage tiefer. Etage ist gut. Das waren ein paar Meter. Oh ja, hier durch. Sehr gut. Warte mal eine Sekunde. Okay, dann könnte ich vielleicht noch weiter. Den weiter rechts. Okay, und mit dem noch ein bisschen runter. Ja, sehr schön. Viel besser. Jetzt machen wir die Kamera so schräg, dass sie quasi hier nach links zu diesem Bereich schaut. Also ein bisschen nach unten. Und dass man trotzdem noch hier vorne sieht, wo die Kamera hinfährt. Und auf der Seite mal nach oben, so leicht nach oben und auch wieder so einen leichten Zoom. Und wie sieht das Ganze jetzt aus? Ich kann natürlich auch Steuerpunkte zwischendrin einfügen, aber das sieht schon mal nicht schlecht aus. Genau, das ist die erste Sequenz. Dann zweite Sequenz. Und das war's, genau. Und natürlich sieht das Ganze jetzt so etwas langweilig aus, deswegen habe ich gedacht, mal so bessere oder größere Übergänge. Gehen wir ganz nach vorne und dann werde ich hier einen Überblendeffekt einfügen. Das ist dieser Überblendner. Mache ich mal gerne. Ich habe auch noch gar keine Farbe für die Map überlegt. Ja, schwarz. Schwarz passt eigentlich immer. Oder mal weiß. Ja, eher weiß. Das ist hier die Deckung auf 0 und hier ist die Deckung auf 100%. Oh, das ist doch ein bisschen arg. Krass, ja, so ein bisschen blasser, ja. Hier die ersten, hier auf 0,4 Sekunden, ne? Sieht man auch hier. Wenn wir hier einen Steuerpunkt einfügen, hier haben wir auch 100%. Und hier das ziehen wir ein bisschen länger, gehen wir auf. Genau, so passt soweit. Jetzt haben wir hier bei 0,4 den Trigger, den Steuerpunkt. Und hier diese. Kamerafahrt beginnt bei 0,37, 0,39, 0,4, genau. Und jetzt sieht das Ganze jetzt so aus. Ja, schon viel angenehmer für die Augen, würde ich sagen. Genau, und dann geht es hier weiter. Hier machen wir den nächsten Überblendeffekt. Ja, nicht so lange. Jetzt sind wir hier, wie lange sind wir jetzt hier überblendet? Von 0,4 auf 1,4, also exakt eine Sekunde. Hier sind wir bei 5,4, also muss hier der Start bei 4,4 sein. Also muss er nicht, aber ich mag es ja, wenn es halt gleichmäßig ist. Dann hier zwischendrin so eine kleine Pause. Hier mal Deckung auf 100%. Hier gehen wir bei den Steuerpunkten auch wieder auf 100%. Sieht es so aus. Okay, aber ich habe jetzt die Farbe vergessen. Welche Farbe war das? Schade, dass man hier keinen Farbcode anzeigen kann. Aber ungefähr diese Farbe schätze ich mal. Ja, kommt ganz gut hin. Dann hier den mal wieder ein bisschen kürzer. Ich weiß, ich kann mal verschieben. Los mal zum Testen. Gehen wir hierher. 4,4 auf 5,4, genau, eine Sekunde, hier sind wir bei 6,12 und gehen wir hier auf 7,12.
1, 2, können wir auch hier ändern. Genau, und dann sieht hier der Übergang dementsprechend so aus. Naja, etwas zu lang, würde ich sagen. Gehen wir ein bisschen weiter rüber. 5,85. Oh, nein, 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 nein. Das wird alles zerstört. 5,85, jawohl. Dann haben wir 6,85. Jawohl, passt soweit. Und jetzt sieht es so aus. Mal testen. Ja, viel besser, viel besser. Gefällt mir. So, jetzt haben wir hier noch den Schlussbereich. Da werde ich jetzt den Block einfügen. Überblendeffekt. Auch hier werde ich diese eine Sekunde nehmen. Hier sind wir bei 10,85, also brauche ich hier 9,85. Jawohl. Genau. Und was haben wir jetzt hier gehabt? Differenz hier mal 5,4 zu 5,58 sind 0,45 Differenz. Ja, mal ein bisschen Kopfrechnen muss man auch können. oh Gott, ist das kompliziert. Sind es 90 und sind es 11,3. Ja, kann man auch hier eingeben. 11,3. Sehr schön. Genau. Und das machen wir hier, das machen wir auf 100%. Aber nicht schwarz, sondern das angenehme Grau. Okay, das ist ein bisschen dunkler. Hä? Warum? Ja, okay, das ist ein bisschen heller, dann ist es ein bisschen dunkler. Ja, okay, das passt schon. Alles cool. Und jetzt sieht diese Kamerafahrt vom Intro so aus. Ja, ich mag es, wenn es so einfach ist. Man kann es irgendwie actionmäßig schneiden. Aber halt, da ein Fehler drin. Das muss so hin. Das passt. Und das passt natürlich auch. Genau, sieht der Schluss so aus. Ja, vielleicht. Aber die nochmal schnell durchsichtig. Hier die Kamera noch ein bisschen nach oben neigen. Und nach links. Und nach rechts. Hier wieder überblenden. Ja, okay, das ist schon gut. Ja, vielleicht ein bisschen nach links. Ja, easy würde ich sagen. Passt auch. So, als nächstes, da das Ganze etwas blass ist, werde ich hier nochmal was einfügen, einmal FX-Farbeneffekt und mache immer wieder gerne schmutzige Linseneffekt. Jetzt ziehen wir auf die ganze Länge des Intros und hier den Effekt, den muss man ein bisschen dosieren, würde ich sagen, denn hier mit den Schatten, die werden gleich viel dunkler. Wenn ich jetzt hier mit dem Kontrast nach oben gehe, sieht man hier, also so wäre es ein bisschen extrem, mache ich nicht gerne, aber so bis zum T ungefähr gehe ich immer gerne hin. Auf der Seite mal ein bisschen mehr, damit sich das Ganze steigert. Genau, das Ganze sieht jetzt so aus, ja. Ein schmutziger Linseneffekt kommt hier gar nicht zur Geltung, weil dazu müsste die Kamera Richtung Sonne schauen. Obwohl, hier sieht man es, hier im rechten Bereich. Also müsste ich den Effekt dann, okay, das ist eh schon sehr stark. Ja, passt schon, obwohl die Sonne hier indirekt reinleuchtet und auf der Kamerafahrt sieht man es eher, ja, auch nur sehr schwach. Ah, nee, das ist doch wieder zu einfach, also zu, nicht zu einfach, sondern zu eintönig. Ja, das passt schon, das passt schon. Ich muss ja nicht hier unbedingt diesen Effekt haben. Schmutzintensität.
Sogar Nadeo kommt auf solche Begriffe. Man glaubt es nicht. Ja, dass mein Kontrast. Was soll ich hier mehr Kontrast machen? Etwas mehr. Ja, sieht sogar besser aus. Obwohl ich eigentlich nicht so der Fan davon bin, wenn der Kontrast jetzt zu heftig wird. Auf der Seite. Was haben wir jetzt hier eingestellt? Oh. Ja, nee, das passt schon. Das passt schon. Und es sieht jetzt so aus. Okay, gleich ganz was anderes. Mein Kontrast, halt, wow, was haben wir jetzt hier gehabt? Halt, das muss natürlich so sein. Genau. Besser. Ja, okay, hier der Schluss, bisschen lame, aber. Aber ich habe eine Idee. Sekunde, mal das nochmal weg. Lass mir den Staatsbereich mal komplett weg. Oh ja, das ist viel besser. Genau, jetzt können wir das da wieder ein bisschen so machen. Jawohl, dann dreht sich die Kamera so, obwohl. Ja, muss eigentlich nicht sein. Hier der Bereich, der ist eigentlich nicht so wichtig und nicht so auftragend. Lass die Kamera hier ein bisschen nach oben schauen, denn die schwingt ja dann eh nach unten. Ne? Oh ja, viel besser. Gefällt mir. Sehr schön. So, jetzt haben wir eigentlich den eigentlichen Bereich des Hauptteils oder den Hauptteil des Intros schon so gut wie fertig. Also aus meiner Sicht. Natürlich könnte man jetzt hier nochmal ein paar Sachen einbauen. Was ist Blum HDR? Mit dem habe ich ja noch nie gearbeitet oder arbeite ich eher weniger. Was haben wir jetzt hier? Machen wir 100. Okay. 10, ja, wird auch reichen. So kommen die ganzen Effekte noch ein bisschen mehr zur Geltung. Machen wir auch 10. Schauen wir mal, wie sich das auf das ganze Intro auswirkt. Ja, nee, 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 nee. Vielleicht ein bisschen. Okay, für den ersten Bereich. Ich gehe ein bisschen runter mit der Stärke, ich gehe auf 5. Dann steigert sich hier automatisch. Ja, eigentlich gar nicht schlecht. Eigentlich gar nicht schlecht. Hier hinten haben wir auch wieder 5. Ja, kann man auf jeden Fall lassen. Kann man auf jeden Fall lassen. Ist nichts falsch daran. Tiefenschärfe habe ich eigentlich, ja, benutze ich eigentlich auch kaum. Also ich Turmeinfärbung wahrscheinlich eher für Shotmania. Tiefenschärfe. So, Fokus. Sekunde, Sekunde, mal so richtig einstellen. Ja, wenn man damit arbeiten kann, dann ist es sowas ganz Feines. Genau, so jetzt wird dieser Straßenbereich in den Fokus gerückt. Aber was Zielobjekt? Nee, nichts. Nee, das lassen wir weg. Das lassen wir weg, muss nicht sein. Wäre auch ein bisschen übertrieben, ne? 3D-Stereo ist. Nee, auch nicht relevant. Braucht man auch nicht unbedingt. Es gibt Sachen, die benutze ich einfach nie. Also so wird das, was ich jetzt gerade ausgewählt habe. 3D-Dreiecke, 2D-Dreiecke. Okay, Manualing, Zeittempo, Tiefenschärfe, Ton, Mapping, Farbkorrektur. Oh ja. Das ist ganz wichtig. Nee, jetzt was Bild.
Verstehe es nicht ganz. Nee, muss nicht sein. Muss nicht sein. Auch den Titel der Map würde ich gerne bearbeiten. So, und wie nenne ich die Map? Ja, beziehungsweise die Map hat ja schon einen Namen, aber natürlich muss ich das irgendwie so machen oder so darstellen, dass die Map auch, ohne dass man sie gefahren hat, gleich jeder weiß, dass er ja, was Besonderes dran ist. Und deswegen kann man auch hier den Text etwas bearbeiten mit Dollarzeichen. S mache ich immer gerne, dann haben die Buchstaben hier so einen leichten Schatten. Dann geht es weiter mit Dollarzeichen I. Dann wird das Ganze kursiv. Dann gibt es noch Dollarzeichen O für Fett. Dollarzeichen U wäre gleich unterstrichen. Nee, und nee, gar nichts davon. Aber ein Farbcode, wenn man zum Beispiel 100 eingibt, müsste schwarz sein. Jawohl, brauchen wir aber nicht, denn die Map ist ja was Helles. Dann, ja, okay, weiß ist klar, weiß ist immer Standardfarbe. Aber das zum Beispiel. Da gibt es so viele Farbcodes. Gibt es eine extra Tabelle? Aber ich denke, einfach weiß wäre doch am schönsten, oder? Ja, oder genau, also, ich habe die Idee. Ich habe eine Idee. Und zwar machen wir das Ganze in weiß. Hier, das machen wir auch weiß. Und die 60 machen wir in einer anderen Farbe. Und zwar. Früher war ich in einem Clan, in einem Clan, und da haben wir den Farbcode 600 gehabt. Das ist so ein dunkles, eher schon ins Braune rein, bräunliches Rot. Ah, jetzt habe ich noch eine bessere Idee. Ha, das mal weg. Dann machen wir hier Dollar U. Und da hinten machen wir Dollar N. Müsste wieder normal sein. Ja, nee. Ha. Ich wollte eigentlich die 60 fett haben. Ja, mal Dollar N wieder weg. Halt, weg. Dollar Uma weg. Dollar Uma vorne hin. Dollar 600. Nee, Dollar 00 müsste schwarz sein. Jetzt fallen mir auf die Schnelle keine Farbcodes ein. Ich würde mal sagen, ich mache mal hier einen kleinen Cut. Oder kann ich von hier aus. Geht das? Was bin ich bei mir in Explorer drin? Das seht ihr jetzt gerade nicht. Sekunde. Trickmania, Farbcode, Tabelle, Crazy Colors. Genau. Schauen wir mal, was gibt es da für Farbcodes? Irgendwas, was würde gut passen? Vielleicht etwas ins Grüne rein, oder? 6C6. 6C6. Uah. Ja, so Mint-Ton. Ja, das sieht gut aus. Sieht gut aus, würde ich sagen. Map wird gespeichert. Intro ist auch schon gespeichert. Geht's mal hier raus. Wenn jetzt die Map beginnt zu fahren, dann kommt erstmal das Intro. Die zwei Szenen. Sehr schön, sehr schön. Was mir jetzt hier noch ein bisschen gestört hat, war hier am Schluss, bei diesem Schlussbereich, dass hier die, dass die, ja, wo ist eh schon auf Maximum. Mehr geht hier nicht, schade. Wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter nach vorne gehe, ja, müsste vielleicht dann besser sein, oder? Speichern, 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 speichern. Wenn ich jetzt beginne, ja, bringt auch nicht wirklich was. Ich finde es ein bisschen blöd, dass wenn das Intro abgespielt wird, dass man dann mal kurz das Auto sieht. Egal, egal, passt schon. Ja, cool, dann würde ich mal sagen, war es das für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann
um die Feinheiten und den Schluss der Map geht. Also macht es gut. Bis dann. Ciao.